Wie geil! Wie geil! Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich bin gleich bei euch. Ich muss nur noch schnell das Sägeblatt hier schärfen. Das brauche ich nämlich heute ganz schön oft. Und geht gleich los. Ich liebe dieses Teil, ganz ehrlich. Was er mir für Kosten schon erspart hat, weil ich halt meine Sägeblätter damit schön selber schärfen kann. Und es geht astrein. Hätte ich damals auch nicht so gedacht. Und das hat den Vorteil, du brauchst nicht wegschicken, du musst nicht warten, bis es wieder da ist und nochmal Geld bezahlen und. Du kannst das direkt mal abends, ach komm hier, wie lange habe ich jetzt gebraucht? 3, 4 Minuten ist das Ding fertig geschliffen und wieder scharf und kannst wieder direkt loslegen. Also das ist schon, wir machen nämlich zwei was, heute wird es quasi eine Überraschung. Ich habe auch schon Schokolade gegessen, also ist das heute mal das YouTube-Überraschungsei. Und für euch ganz kalorienfrei, das reimt sich sogar. Ich habe mich auch diesmal vorbereitet. Ich habe ja im letzten Projekt gesagt, Mensch, ich habe gar keine Flachkopfschrauben in der richtigen Größe. Ich habe mir diesmal welche in der richtigen Größe organisiert. Als allererstes brauche ich mal eine neue Anschlagschiene. Ja? Wird keine Führungsschiene, wird eine Anschlagschiene. Schiene. Ihr habt es ja auch im letzten Video gesehen. Da wird alles Mögliche verwendet. Da wird die Wasserwaage wird verwendet, da werden irgendwelche Hölzer verwendet, irgendwelche Bretter und das muss aufhören. Und deswegen habe ich mir gesagt, gut, ich hole mir so eine Platte, ich mache mir so eine Anschlagschiene. Was machen wir? Wir sägen uns natürlich die Platte ein Stück zurecht. Dazu habe ich hier so eine riesenlange Alu-Richtplatte, weil die ist definitiv gerade. Und jetzt werde ich mir erstmal einen Streifen abschneiden, der dann im Prinzip die Führung dann darstellt. Und dann, die sollte aber trotzdem recht ein gutes Stück breit sein, damit man ein bisschen was zum Fixieren hat. Jo, Absaugung haben wir angeschlossen. Ich habe meinen Kärcher WD6 Premium angeschlossen. Das Video dazu kann ich euch mal verlinken da oben. Das ist auf meinem anderen Kanal, habe ich den mal kurz vorgestellt. Ist mit einer Einschaltautomatik, das finde ich so super. Habe ich gleich die Säge mit drin. Übrigens war bei dem Sauger so ein richtig schöner Adapter hier mit bei. Der passt, ey, so geil, ne? Warum macht das nicht jeder Staubsaugerhersteller? So einen Adapter mit beipacken, passt überall, der ist so leicht gummiert, passt bis jetzt überall perfekt rein. Das ist aber auch erstmal nur eine Übergangslösung, weil ich ja, habe ja noch meine stationäre Absaugung da hinten an der Bosch, am Bosch-Tischsäge, Standteil, Multifunktionstisch, wie auch immer. Da kommt bald noch eine große Änderung, bleibt gespannt. Kanal abonnieren, dann verpasst ihr das auch nicht. Aber jetzt für die einfachen Sachen hier an der Werkbank, da reicht mir das erstmal, wenn ich das über den Kärcher mache. Und das mache ich jetzt. Wie geil! Wie geil! Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich wundere mich die ganze Zeit, warum. Ich wundere mich die ganze Zeit, warum saugt diese nicht? Und zwar habt ihr beim Kärcher WD6 Premium zwei Ausgänge, ja? Und zwar einmal zum Pusten und einmal zum Saugen. Und ich habe den natürlich voll an Saugen ange. Oh, hier ist der Adapter noch drin. Verdammt. Und ich habe den natürlich voll auf. Husten gestellt und ich wundere mich, was saugt denn der nicht? Dieses Ding. Ah, jetzt muss ich erstmal schnell sauber machen. Super. Will man mal cooler sein im Video und verkackt. So, jetzt werden wir diese hier drauf leimen und vielleicht sogar auch noch ein bisschen verschrauben oder nur leimen. Mal gucken. Eigentlich müsste Leimen reichen. Ihr kennt das. Ich brauche. Was erzähle ich euch hier eigentlich, ne? Übrigens, AEG, das gute Stück. Die ist sogar noch älter als der. Der ist ja jetzt, Moment, 2011. Er ist jetzt 10 Jahre alt, meine Ryobi-Akkuschraube und hält immer noch. Ist nicht mehr der erste Akku. Da waren zwei Akkus dazu, die sind beide mittlerweile entsorgt. Das sind Ersatzteile. Hier steht gar nichts mit bei. Schade, hier steht leider nichts dabei, aber das Ding ist noch älter. HK55. Die habe ich von meinem Papa hier geerbt. Ich würde sagen, hier, festhalten. 1900. Trommelwirbel. Ne, nie 80. 93. Und geht immer noch. Muss man sich mal überlegen, ne? 1993 und die sägt. Die sägt. Als ob es keinen Morgen gibt, die sägt. Jetzt die Schiene hier ankleben. Anleimen. Antackern. So, ich werde mir aber erstmal hier so ein Maß holen. Wir machen 14 cm. Das endgültige Maß, das kennt ihr ja, ergibt der Schnitt. Ich muss mich hier beeilen. Ich verquatsch mich hier völlig bei diesem ganzen Radatsch. 14 reicht das? Ja, da haben wir ein bisschen Luft. Kurzer Zwischenstand, ich habe mich jetzt dafür entschieden, weil es mit den Klammern leider nicht funktioniert, da ist das Brett zu stark und die Klammern sind halt zu flach und vom Drucklufttacker, da habe ich nur so lange Nagel, bringt also auch nichts. Also habe ich mir gesucht, die kleinsten Schrauben, die ich gefunden habe, oder die kleinsten passenden Schrauben, und zwar 3,5 x 12, die habe ich mir hier vorgebohrt, 8 Stück und gesenkt, dann habe ich mir hier schon angezeichnet, wo ich jetzt den Leim verbraten kann. Was nehmen wir? Den guten alten Ponal Classic diesmal. Mensch, Martin, warum nimmst du keinen Express? Ja,
brauchen wir jetzt hier nicht. Weil sie mit den Schrauben nochmal fixiert wird und es wird auch nochmal verzwingt. Silikonpinsel kann ich jedem immer wieder nur empfehlen. Du kannst so schön, zeige ich euch dann später, wenn das eingetrocknet ist, schön rausmachen den Leim. Das ist die beste Erfindung ever. Hätte mir aber auch einen nehmen können mit längeren Bürsten. Das dauert ja hier 3 Stunden. Es liegt auch daran, hier ist ein bisschen kalt noch in der Werkstatt. Wir sind bei 12 Grad. Ich hoffe mal, dass es mit dem Leim überhaupt klappt. Normalerweise funktioniert es trotzdem ganz gut. Aber man merkt halt, er ist schon etwas zähflüssiger hier. Also das ist hier so, zeige ich das mal hier. Das ist halt recht fest. Das sind Temperaturen geschuldet. Leim tut er trotzdem, aber das verarbeitet sich halt total doof. Maschinenhandelmeier hat ja mal ein richtig geiles Video zu Leimen gemacht, ob das was bringt hier mit verstreichen, nicht verstreichen und solange genug drauf ist. Und es wird ja auch noch geschraubt, ne? Das sollte schon reichen. Rest quillt eh bloß zur Seite sinnlos raus. Merkt euch, wie dieser Pinsel aussieht, ja? Den machen wir dann gemeinsam sauber. Für alle, die das immer noch nicht glauben, dass ein Silikonpinsel für Holzleim einfach mal ein Träumchen ist. Sieht gut aus. Jetzt schnell Schrauben hier. Ungewöhnlich für so kleine Schrauben, so einen großen Bit. Das ist der Dreier. Ich weiß wieder bloß nicht, ob PZ oder PH. Also der mit den Sternen. Dann kann das eigentlich erstmal trocknen. Dann mache ich erstmal eine kurze Hunderunde. In der Zwischenzeit kann ich die Akkus laden und dann geht es hier schnurstracks weiter. Los! 2 Sägeschnitte müssen wir noch machen. Den ersten machen wir mit der Bosch, mit der TKS. Und zwar, die Platte ist ja nur, oder diese Anschlagschiene ist ja nur ein bisschen noch zu breit. Das ist ja das Stück, was wir nicht brauchen. Hier drüben ist dann der Anschlagsbereich. Und den kappen wir uns jetzt ab. Und zwar gleich so, dass wir hier eine schöne bündische Kante haben. Habe ich mir hier eingestellt. Ich mache mal schnell hier Absaugung und sowas an. Und dann geht's. Woo! Tisch zu kurz. So, weiter geht's. Weil ich das nicht so schön in einem Ritt gemacht habe, habe ich jetzt hier oben irgendwo eine Kante gerade gesehen. Ja, aber kriegen wir weggeschliffen. Ist ja bloß eine Optik. Hat ja nichts zu sagen. Man auch weghobeln können. Ja, so ist schon weg. Sieht doch schon jetzt fast nach einer Anschlagschiene aus, oder? Was sagt ihr? Jetzt müssen wir den finalen Cut hier setzen. Säge. Absaugung ist auch wieder da dran. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, geht auch die Absaugung mit an. Das ist super. Diesmal habe ich es im richtigen Loch drin. Ja. Und ich werde jetzt mal versuchen, hier einen schönen sauberen Schnitt hinzukriegen, dass wir dann unsere Anschlagslinie haben. Und dann können wir endlich mal mit dem richtigen Projekt heute hier anfangen. Meine Güte, zieht sich heute hier alles. Muss mal die Kanten kurz brechen. Und fertig ist unsere Anschlagschiene. Legen wir das beiseite und kümmern uns endlich um das richtige Projekt, weil das Ding ist fertig. Ich werde jetzt hier bloß nochmal drüber schleifen, das mache ich aber ohne euch, will euch nicht langweilen. Dass es richtig schön glatt ist, wir einmal Öl über drüber ziehen, dass die Säge hier so huhuhu drüber flutscht. Oder andersrum in diese Richtung so, ne? Die flutscht ja in die Richtung. Das einzige Problem ist, ich wollte hier eigentlich noch so eine Anti-Rutschmatte drauf machen, aber Lieferschwierigkeiten. Schade. Hätte mich gefreut, wenn ich das jetzt gleich noch mit hätte machen können. Müssen wir es halt nachträglich irgendwann mal draufkleben. Geht jetzt auch so erstmal. So, jetzt zum eigentlichen Projekt. Das Brett brauchen wir nicht mehr. Das Brett hier war echt super. Also ich habe, was ich hier alles immer fixiert habe und eingespannt habe. Und das möchte ich mir beibehalten. Aber ich habe im letzten Video noch gesagt, sieht ein bisschen komisch aus. Das möchte ich mir noch verkleiden. Und deswegen mache ich mir hier die komplette Fläche mit diesem Loch rein gedöns. Das ist erstmal ein kleines bisschen ganz schön Arbeit, weil zum Beispiel muss ich diese ganzen Klötze wieder hier noch erneuern. Also hier muss ja einer ran, dann muss hier unten muss einer ran. Da drüben müssen dann welche ran. Und hier oben, die müssen auch hier erweitert werden nach da drüben. Den Strom, den brauche ich mir bloß reinlegen. Das ist okay. Das geht recht schnell. Kurzer Zwischenstand. Ich habe jetzt diese ganzen Klötze hier schon. Dann habe ich noch weiter gemacht. Und zwar habe ich hier schon die Löcher reingebohrt da. Die sind auch schon entgratet, lieber Günther. Ja? Ich möchte mir mit dem Tieflochmarker von hinten die Löcher markieren, dann direkt bohren, weil die Löcher doch ein bisschen unterschiedlich sind. Direkt bohren, wieder zurück und den Klotz anschrauben. Warum überhaupt vorbohren? Naja, Stirnholz. Da ist mir das mit dem Anschrauben schon in Stirnholz. Also wenn er hier reinschraubt und die Schraube etwas zu dick ist, ist die Gefahr halt dann doch am größten, dass es dann macht.
Und schon haben wir nämlich den ersten Klotz hier schon fertig. Ja, hier schön mit den Senkkopfschrauben. Das sieht um einiges besser aus, wie hier oben mit diesen komischen Senkkopf. Das sind natürlich Flachkopfschrauben, Tellerkopfschrauben, wie auch immer man die nennen möchte. Und hier oben, das sind Senkkopfschrauben, das sieht natürlich assi aus. Ich glaube, die werde ich auch nochmal ersetzen, damit das auch ein bisschen schöner aussieht. Und schon sieht das dann gleich viel schöner aus. So, haben wir das auch gleich mit erledigt. Jetzt bin ich ein ganzes gutes Stück vorwärts gekommen. Zum einen habe ich jetzt schon diese ganzen Abstandshalter hier dran. Hier oben die Platte habe ich schon dran gemacht und habe gleichzeitig die Verteilerdose nach da hinten gepackt. Das war jetzt nicht so ein riesen Akt. Das Brett habe ich mir jetzt auch erstmal wieder reingeklemmt. Das wird dann halt im Prinzip nur noch wieder von außen dann verschraubt. Und dann ist das auch wieder safe mit der Steckdose. Also die Vorbereitungen hier sind jetzt erstmal fertig. Jetzt geht es an die Platten. Und dazu habe ich jetzt angefangen. Das sind ja OSB, das sind 22 mm Platten. Und die haben ja alle hier, ja, wenn man es braucht, Nut und Feder. Jetzt erstmal die Feder da drüben wegschneiden und dann schneide ich sie schon auf Länge. 1,20 Meter brauche ich bloß. Damit ist ja die Nut hier auf jeden Fall schon mal weg und brauche dann hier nur noch auf 1,20 Meter die Feder hier oben gerade wegschneiden. Und nur mal so am Rand, ihr wisst, ja, ich habe ja das noch frisch geschliffen, das Sägeblatt hier drin am Anfang. Und damit kriegt man halt auch schöne, saubere Kanten dann hin. Jetzt brauche ich 1,20 Meter hier lang, so hier 1,20 Meter. Und schwuppdiwupp können wir schon die 1,20 absägen. Und wenn du denkst, Martin, du sägst schon wieder auf der Seite. Ich sag's dir ganz konkret, ich habe die Platte gedreht. Also ich werde definitiv diese OSB-Platten nie mit bloßen Händen anfassen. Never ever. Jetzt brauche ich die lange Seite. Jetzt muss ich ja die Feder hier wegschneiden. Und wenn es uns so gut gefiel, gleich nochmal dasselbe Spiel. Für mich hat sich die Anschlagschiene schon bezahlt gemacht. Jetzt müssen wir anfangen. Hier müssen jetzt jede Menge Löcher rein. Sind das hier Eis verkleckert oder was? Oh, das ist die gute Seite. Verdammte Hacke. Mal gucken, ob wir das dann weggeschliffen kriegen. Löcher rein. Und zwar, ich hatte in meiner alten Platte ein Raster. Irgendwie, ich glaube, von 10 mal 10 oder sowas. Hier ist 10 und hier ist es dann 20. Also 10 rein und dann immer 20. Können wir das beibehalten bei einem 1,20 Meter, wenn wir da 10 abziehen, also von der Breite. Wenn wir da 10 abziehen, sind wir dann links und rechts 10 cm, sind wir noch bei einem Meter. Und da können wir tatsächlich noch 20 machen. Boah, ja, so machen wir es. Und von oben hatte ich wieder 10. Das macht Sinn. Und dann wieder 20. Nee, 15. Da gehen wir jetzt auf 20. Das reicht. Das reicht. Ich habe dann so viele Möglichkeiten hier zu klemmen und zu zwingen und zu machen. Da kann man sich ja auch noch anders behelfen. 20, 20 machen wir. Angezeichnet ist jetzt alles. Jetzt geht es an das Bohren der Löcher. Deswegen habe ich hier so einen Bohrständer. Den habe ich schon. Da habe ich noch gar nicht mit Martin Macht's angefangen. Da hatte ich den schon. Und seitdem bietet er oder leistet er mir schon gute Dienste. Er hilft mir aber zumindest gerade die Löcher reinzubohren. Und das ist ja das, was für mich wichtig ist. Ich habe einen 35 mm Furstnerbohrer von Wolfkraft. Den habe ich auch schon Ewigkeiten. Und mit dem werde ich jetzt hier versuchen, einfach mal gerade durchzubohren. So irgendwie so. So. Ich merke schon, das wird eine lange Zeit hier mit dem Bohren. Löcher sind ja endlich drin. Oh, ganz schön. Ich habe dann einen kleinen Umweg gemacht. Ich habe mir praktisch, ich bin mit dem großen Fräser, mit dem 35 mm Fräser, also mit dem hier, erstmal nur so ein, naja, 4 mm oder sowas bin ich dann erstmal rein. Das habt ihr leider in dem Zeitraffer nicht gesehen. Hab mir dann einen kleineren genommen. Ich habe einen 25er. Habe erstmal alle Löcher mit dem 25er Furstnerbohrer gemacht, habe dann wieder auf den 35er gewechselt und habe dann mit dem 35er fertig. Das ging um einiges einfacher. Ihr müsst halt im Prinzip, das kann man so machen, ihr müsst halt nur am Anfang irgendwie eine Führung schaffen für den Furstnerbohrer. Denn wenn ihr das kleinere Loch drin habt, dann fehlt dem Furstnerbohrer die Führung für die Spitze hier. Ihr seht schon, der sieht auch jetzt recht ausgeglüht aus. Ich hoffe mal, der hat es überlebt. Naja, mal kicken. Wenn nicht, dann wissen wir, es wird Zeit für ein neues Furstnerbohrer-Set. So, jetzt haben wir bloß ein Problem. Und zwar, man kriegt hier trotzdem die Zangen noch nicht durch. Ne? Ihr seht das? Ich glaube, es kann sogar sein, dass die hier sowieso nicht durchpassen. Ah ja, spitz auf Knopf. Ich hatte aber andere Zwingen genommen. Und die passen hier durch. Aber die passen hier noch nicht durch. Denke ich jetzt mal. Kann sein, weil es hier ein bisschen schmaler ist. Also das ist ja ein 22er, hier haben wir ja ein 25er Stärke. Kann sein, dass es jetzt schon passt. Ey, und hier passt es sogar. Hier brauche ich noch nicht mal nacharbeiten. Hoho, das spart mir einen Haufen Arbeit. Wir werden es trotzdem machen. Ich werde hier einfach diese Rundungen hier,
die Rundungen abrunden. Ne? Die Kanten abrunden. Hab mir dazu einen Bosch Abrundfräser, den mit 6 mm. Den habe ich mir hier reingepackt in meine von Haus Oberfräse. Dass es halt halbwegs ein schönes, rundes Bild ergibt und man die ganz so reinfriemeln muss. Wisst ihr, was ich meine? Das mache ich jetzt einmal hier und einmal noch von der anderen Seite und dann ja, ist fertig. Mache euch mal einen Zeitraffer wieder an. Ja, kann man sagen, was man will, aber so ein preiswerter Makita-Klon hier, die von Haus-Oberfräse, die kann ich total empfehlen. Kostet immer so im Schnitt zwischen 70 und 90 Euro, irgendwie je nach Angebot. Verlinke ich euch natürlich unten, habt ihr auch schon ein paar Mal vorgestellt. Die läuft und läuft und läuft und läuft und läuft. Ich bin mit der Maschine sehr zufrieden. Ich weiß nicht, ob die Makita besser ist, das weiß ich nicht. Ich habe die Makita nie in der Hand gehabt. Für mich reicht die von Haus hier völlig aus. Jetzt werdet ihr natürlich denken, Mensch, hier unten, was ist denn hier los? Bist du viel zu weit unten? Nie, weil es reicht noch nicht. Ich zeige euch das mal aus der Perspektive, wie ich das sehe, wenn ich so, so. Jetzt seid ihr ungefähr so auf meinem Kopf und dann kann man immer noch drunter gucken. Und wir stehen schon nah dran, ne? Das muss noch weg. Da kommen wir auch schon zum finalen Teil, nämlich das hier unten, das jetzt im Prinzip nur noch so eine Blende ist. Ich hatte also überlegt, da auch Löcher reinzumachen, aber ganz ehrlich, ich hatte bis jetzt bis hierhin Löcher und das hat mir gereicht. Jetzt habe ich bis hierhin schon runter Löcher und über die gesamte Breite. Das heißt, ich brauche nicht bloß von unten, ich kann auch von der Seite zwingen. Da reicht mir das, brauche ich hier unten keine Löcher reinmachen. Steve Ramsey hat das mal irgendwann gesagt, das Schöne beim Holz ist, man kann es ja jederzeit korrigieren. Heißt, wenn mir wirklich die Löcher hier unten fehlen, ja, bohrst du halt hier einfach durch. Ja? Ist ja nicht aus der Welt. So, ich mache mir jetzt hier bloß ein bisschen Holzleim oben drauf, der Verbindung wegen. Zu halten hat das nichts, das ist einfach nur ein optisches Element. Man könnte auch sagen Deko. Es ist Deko. Jetzt muss man das hier irgendwie reinbuxieren und dann fixieren und dann schrauben. Das sieht doch gut aus, oder? Finde ich. Noch nicht ganz. Wollen wir hier ein bisschen Trick 17 machen. Mit dem ist der Akku bald leer. Na, was sag ich? Jetzt sieht das doch ordentlich aus, oder? Wenn man jetzt von hier vorne guckt, so, sieht das doch schon ganz anders aus. Jetzt haben wir ein schönes Spannelement über die gesamte Breite, Spannelement. Und sieht schicki aus. Wir sind aber noch nicht fertig. Ei, was kommt noch? Und was? Ist noch nicht fertig? Ganz einfach. Ich habe hier noch so eine kleine Kante. Ja, weil die Kante halt noch da ist. So genau war das jetzt nicht zu arbeiten. Deswegen habe ich mir jetzt hier in meine Vonhausfräse, habe ich mir einen Bündigfräser mit unten liegendem Anlaufring, Anlauflager, Kugellager genommen, um das hier bündig wegzufräsen. Mein Problem ist jetzt dabei nur, ich muss es in zwei Schritten machen. Ihr seht, mein Bündigfräser ist nicht lang genug. Deswegen mache ich das in zwei Arbeitsgängen und muss es auch extrem vorsichtig machen. Ich muss echt langsam. Deswegen habe ich mir auch den anderen Korb dran gemacht, mit dem man besser führen kann. So, umgestellt, ne, dass ich ein bisschen höher komme. Wenn man nämlich hier was dran spannt, dass es auch im rechten Winkel ist, das passt dann nämlich. Ich kann es ja nochmal nachprüfen. Ja, ich habe das mal in irgendeinem Video, habe ich das schon erwähnt. Ich und Holz, wir werden doch Kumpels. Irgendwann klappt. Das ist echt, ich bin echt stolz. Passt. Passt für mich. Fertig. Und so schaut es dann aus, wenn es in Verwendung ist. Ich finde, also, ne, Bombe, das könnte man hier hubeln, schleifen, bohren, schrauben, dübeln, streichen, anfrasen, ne? Also, und das ist stabil. Das hält hier, das ist echt Bombe. Das reicht völlig aus, um mal schnell was anzuspannen. Schön bündig die Kante hier, dass auch der Winkel immer passt. Sehr schön. Ich freue mich wie Bolle und es sieht noch gleich ordentlicher aus. Ne? Das ist nicht mehr ganz so. Ich werde jetzt hier nochmal, also das wird jetzt bestimmt 3-4 Stunden dauern, nochmal einmal komplett drüber schleifen, dass es auch die Oberfläche ein bisschen gibt, dieser Schandfleck hier ein bisschen weg ist. Einölen weiß ich noch nicht, bin ich nicht so ein Freund von. Ist alles immer Natur belassen hier bei mir. Werde ich wahrscheinlich auch so lassen. Und eigentlich wollte ich noch ein drittes Gadget machen, aber das reicht jetzt von der Zeit nicht. Ich denke mal, das Video wird schon so saulang und wir haben es jetzt auch schon um 6. Familie will auch noch was von mir haben. Ja, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, gib dem Video doch einfach einen Daumen nach oben. Und wenn du noch wissen willst, was ich jetzt von Gadget noch vergessen habe, weil ich baue es ja definitiv noch ein, nur halt im nächsten Video, habe ich einen kleinen Tipp für dich. Wenn du den Kanal abonnierst und die Glocke anmachst, kriegst du dann eine Benachrichtigung, wenn ich das entsprechende Video hochlade. Man soll es nicht glauben, aber ja, es stimmt, es ist so. Ich freue mich, Werkbank geht weiter und ich sehe rosige Zeiten auf uns zukommen. In dem Sinn, ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüssi, Gossi, Gewinge, macht's gut und bye-bye. Bis zum nächsten Mal. Euer Martin von Martin macht's. Ich bin weg. Und ihr seid raus. Juhu! Ach, das ist so schön. Es ist so schön, es ist so schön. So schön.